Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Gut, sieht alles fast aus wie neu, ha? Huh? Kaum zu glauben, dass wir damit wie viel? 3 Folgen jetzt verbracht haben, die Schäden zu beseitigen? 4? Inklusive der Folge, in der die Schäden aufgetreten sind? Hoppla. Ein Arbeitstisch reicht mir zwar generell, aber mehr Bauteile möchte ich in jedem Fall haben. So. Tja, Sparkles ist immer noch unsere Gefangene. Aber wenigstens kommen wir mit allem anderen soweit weiter. Bionischer Arm, rechte Schulter. Wir warten, bis Cat wach ist, sonst... gibt das keinen. Naja, wenigstens kann er sich dafür begeistern. Das ist schon mal akzeptabel. Selbst wenn jetzt einer Mist baut, was ja passieren könnte mit einer recht geringen Wahrscheinlichkeit, wäre das wenigstens noch nicht der Weltuntergang. So, bin stolz auf dich. Cat hat mit einem Wert von 6 angefangen. Sie hat also nicht gerade wenig dazugelernt. Okay, wir verschieben die Operation jetzt noch ein bisschen, weil schon wieder haben 4 Leute die Seuche. Naja, was soll's. Wenigstens haben wir Strom. Thank you.
Ach, wenigstens sind sie dagegen schon fast jetzt schon wieder immun. Also halb so wild würde ich das jetzt mal nennen, aber trotzdem. Oh, die große Schokoladenfressorgie. Ah. Ja, Cat ist schon wieder gesund. Die beiden, ja, auch. Für Uran haben wir noch 915. Dann bauen wir die auch noch. Dann bauen wir die auch noch. So, dann weiter geht's. Wir haben noch ein bisschen Möglichkeit zu pflügen. Hervorragend. So. Mach bitte keinen Fehler. Sehr schön. Wenn du bei der Operation einen Fehler machst, ist sie hinüber.
Kräutermedizin, Joints und... Okay. Gut, das lassen wir jetzt erstmal sacken, während wir die neuen Lungen produzieren. Aber immerhin, so haben wir sie schon auf... Ja, bewegen reduziert, aber arbeiten ist schon auch verbessert. Das ist doch schon mal was. Cat kann auch immer wieder was dazu lernen, ist auch schon mal gut. Sehen, hören, machen wir dann auch. Sind wir jetzt langsam an einem Punkt, wo wir wieder vorwärts schauen können. Also hier kommt dann die Hydroponik rein. Ah, mal wieder ein bisschen den Sitz zurechtdrücken hier. Das hat eine Menge ausgemacht. Kriegst du noch einen hübschen neuen Satz Augen? Ja, stimmt. Zuweisung. Mio trägt ab jetzt anything. Heißt, die wird gleich ihr Schild wegbringen, aber... Das ist auch so geplant. Das hat zwischendrin immer wieder einer aufgefüllt, oder? Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Das war nämlich früher nicht so. Das mussten wir immer manuell eingeben, dass das getan wird. Okay. Thank you.
gleichmäßig. Sieht zumindest ein bisschen danach aus. So. Hoffen wir mal, dass die Dinger jetzt nicht zu heftig heizen, sondern einfach nur im normalen Maß. Wenn sich Feinde hier reinstürzen, sind sie es ja eigentlich sogar selber schuld. Reinstürzen auch. Es ist eigentlich vollkommen egal, wo die landen. Ja, gut, wenn die sich hier irgendwo rein katapultieren, dann können die eventuell ein bisschen kaputt machen, aber pff, juckt uns das? Ich würde mal eher sagen, nicht. Nee, du kannst auch schon mal hier rüber. Und du wirst dich darum nachher kümmern. Thank you.
und mach dir keinen Stress, es ist nur ein Auge. Ja, es sind zwei Augen. Oh, nur keinen Scheiß dabei. Offensichtlich ist der Brain Pearl nicht bei ihr kompatibel. Ja, sehr schön. Ach, dafür brauchen wir Go-Juice. Den wir nicht haben. Das stimmt. Okay, das müssten wir hinkriegen. Am Rest arbeiten wir noch. In jedem Fall, das macht einen Riesenunterschied. So. Für heute machen wir auf jeden Fall wieder eine Pause damit. Und dann gibt's morgen einen Satz neue Beine. Dann hat sich das Problem mit dem Bewegen nämlich auch geregelt. Hier aus. Okay, hier sind wir an den Bauteilen dran.
glaube, außer Black haben wir momentan auch ums Verrecken noch niemanden, der in der Lage ist, Bauteile herzustellen. Müssen wir also auf den nächsten Händler wieder hoffen. Verbieten wir erstmal, die Bauteile brauchen wir im Zweifelsfall erstmal für Reparaturen. Großartig, das läuft schon mal. Genau für solche Reparaturen. Und dafür brauchen wir auch Bauteile. Stellen wir erstmal den Strom wieder aus und gut, bis wir dann ein Übermaß an Bauteilen haben, muss das erstmal warten. Lässt sich erstmal nicht ändern. So, wie wäre es jetzt mal wieder mit einem Überfall von irgendwem, wo wir ein paar Gefangene machen können? Dich könnten wir nämlich sehr gut gerade gebrauchen. Bald eher ausgeschlafen. Okay, du hast jetzt ausgeschlafen. Kannst du ein Lasergewehr? Ja, du kriegst ein Lasergewehr. Und dann sage ich mal, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Ja, und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!